So, also Aufnahme läuft. Wir waren jetzt, wir laufen jetzt gerade mal gleich mal weiter. Wir waren nämlich gerade eben schon bei den Jungs von Watzim. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs von Ivao so drauf haben. So, hallöchen, die Herren. Hallo. Na? Wie geht's? Gut geht's. Wie geht's euch? Gut, wir waren vorhin bei Watzim, die haben gesagt, die sind besser. So, jetzt kommt ihr. Das sehe ich anders. Gut, wen darf ich von euch interviewen? Bleib ich bei dir, wen? Gut, Max, du bist der Max, du bist der Public Relations Officer von Ivao. Uns sogar schon. Ich weiß. Wir haben uns in Bremen gesehen. Nein, das war Yannick. Scheiße. Wir haben zusammengearbeitet. Wir haben mit dem anderen Andreas. Das Problem ist, ich kann mir ganz schlecht Gesichter merken und ich denke mal, ich sehe auch die immer wieder und denke mir auch, was für schöne Herren, die sehe ich zum ersten Mal. So. Schön, dass wir hier bei euch sein dürfen. Max, erzähl mal ganz kurz, was macht ihr bei Ivao? Wer seid ihr und was macht euch vielleicht aus? Ja, also Ivao ist im Prinzip ein virtuelles Netzwerk zum Fliegen und Lotsen. Also wir wollen einfach die virtuelle Luftfahrt so realistisch wie möglich abbilden. Und ja, haben uns einfach zum Ziel gesetzt, den Nutzern eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo sie das eben machen können. Es ist kostenfrei und stellen ihnen eben auch Software zur Verfügung, die wir eben selber entwickelt haben, mit der sie sich verbinden können, stellen die Server und die Leistung zur Verfügung, damit das alles läuft und die Organisation dahinter. Okay, cool. Also das heißt, ihr seid im Prinzip genauso auch ein Netzwerk, sage ich jetzt mal, ne, bei dem man jetzt online fliegen kann. Ich war ja selber früher auch bei Ivao lange Zeit, auch Lotse tatsächlich aktiv, ja, in der Schweizer Division, wie die Kollegen da vom RFS Flight Forum. Die Frage ist, ihr macht ja jetzt nicht nur, weil ich meine, Lotsen, ich sag mal, ist ja jetzt eine Sache, ja. Ihr macht ja auch viele Sachen noch darüber hinaus. Was macht denn Ivao noch so ein bisschen über den, ich sag mal, das reine Lotsen hinaus aus? Ja, genau. Also es gehört halt auch einfach Community dazu und es ist sehr wichtig, dass wir immer uns gemeinsam treffen, dass wir am Abend gemeinsam reden, fliegen, dass wir Gruppenflüge machen. Ansonsten gehört halt auch einfach dazu, wir bieten auch MTL zur Verfügung, dass es das noch realistischer ist, einfach sonst ein Discord, wo man sich austauschen kann, Forum etc. Einfach, dass auch das rundum passt und damit so realistisch wie möglich ist natürlich. Das ist unser Motto. Okay. Lotst ihr heute auch von hier aus direkt oder bist du gerade am Lotsen? Komm, hau mal einen raus auf der Frequenz. Da habe ich gerade schon gemacht, ich habe ihm gerade schon die Clearance gegeben, aber ich kann es nochmal machen. Yeah. Der Romeo Oscar, join right traffic circuit runway 06, wind 060 degrees, 11 knots, runway 06, clear touch and go. Und der Ton raus? Der kommt jetzt hier. Joining right traffic circuit runway 06, runway 06, clear touch and go, Delta Romeo Oscar. Bitte? Ach, da fliegt er, herrlich. Ach Mensch, guck mal, die sind ja beide hier. Oh Gott, jetzt habe ich hier mein Mikro verloren. So, sind ja beide hier. Also komm, dann, ihr seid nur ihr auf der Frequenz? So, drück mal drauf. Hallo. Hallöchen. Cool, also okay. Das funktioniert. Also das ist ein schönes Beispiel. Dann sieht man das nämlich hier, wie das eigentlich technisch funktioniert. Ja, wir haben ja hier auf der einen Seite den Lotsen, was jetzt der Tommy gerade filmt. Ja, und genauso auf der anderen Seite haben wir dann eben den Piloten, der fliegt. Ja, so, wir waren jetzt aber bei einem anderen Thema. Und zwar, was macht euch noch eben aus? Also Community hast du gesagt, ihr macht ja auch Real Treffen. Hier war ich doch, um Gottes Willen. Ja, ihr macht echte Treffen, aber kannst auch du antworten. Möchtest du, komm jetzt, antwort du mal. Was macht ihr für echte Treffen hier? Na, wir machen regelmäßig sogenannte RFEs, wo wir uns in echt treffen, um dann virtuell zu lotsen zusammen. Da suchen wir uns einen Flughafen, zum Beispiel München zuletzt war es, glaube ich, wo wir dann jede Position besetzen. Genau, dann kann man sich online bei uns in unserem Division Center Slots buchen und dann versuchen wir jeden Flug, der in echt stattfindet, auch auf unserem Netzwerk stattfinden zu lassen. Ja, und das ist die Idee dahinter. Das ist eine coole Sache, ne? Weil das viele kennen ja das Lotsen oder quasi euch als Online-Netzwerk, ja. Aber dass ihr eben sehr viel auch für die Community macht, sehr viel unterwegs ist, das ist halt immer so, finde ich, eine besondere Sache, weil einfach da auch Freundschaften entstehen daraus. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch jeden Abend unterwegs abends und essen noch was zusammen und es ist auf jeden Fall cool, auch mal hier zusammen zu sein und sich zu sehen. Sonst sind wir ja gerade durch Corona auch nur ja, durch Teamspeak oder Discord miteinander unterwegs gewesen. Ja, und das ist schön, wenn man auch mal die Community so sieht. Wir haben ja hier auch schon einige gehabt, die in unserer Community sind, die jetzt nicht im Staff der deutschen Division oder im internationalen Staff sind. Und das ist cool, einfach mal die Leute zu sehen, die man sonst vielleicht nur auf Frequenz hört. Das stimmt, ja, das ist immer sehr sympathisch. Und man erkennt aber auch viele Leute an der Stimme dann. Also ich kenne es so von früher, ja, dass man auf einmal, ach Mensch, das ist der, in meinem Fall war es damals der Raffi von Frankfurt vor ewigen Jahren. Ja. So. Aber ist egal so. Jetzt aber die abschließende Frage nochmal an dich als Public Relations Director, Master of Disaster. So, mal ganz kurz. Über Postcon reden wir erst gar nicht, weil die kennen wir ja nicht. Ja? Aber jetzt, was ist besser, Watzim oder Ivao? Ja, das möchte ich eigentlich nicht beantworten, weil im Prinzip verfolgen wir dasselbe Ziel. Am liebsten persönlich hätte ich ein Netzwerk, damit wir das kombinieren. Aber nachdem es jetzt nun zwei sind und es damals eins war, ist es meiner Meinung nach eine Geschmackssache, wo man sich wohler fühlt. Ich bin einfach bei Ivao aufgefangen worden, habe mich da wohlgefühlt, habe Kollegen kennengelernt, vertreibe gern hier meine Zeit, sogar ziemlich viele Stunden, ja, wie man das so kennt. Und bin einfach deshalb hier.
Cool. Es gibt kein besser oder schlechter. Sehr gute Antwort. Also in dem Sinne, wenn man sich bei euch anmelden möchte, vielleicht nochmal ganz kurz vorab, ja, also wenn man jetzt das zum ersten Mal hört, denkt, oh, die Watzen-Pupser, da war nichts, aber die bei Ivao sind mir lieber, was muss man denn da mitbringen? Ja, im Prinzip gar nichts. Einfach nur ein Computer, wo das Lotsenprogramm läuft. Das ist eigentlich auch nicht wirklich sehr aufwendig, da braucht man nicht sehr viel Performance. Ansonsten ein Flugsimulator und dann geht es eigentlich schon los. Wir haben die Software, wir haben die Systeme dafür, bei uns kann man einen Flugplan hochladen und es läuft. Eigentlich nur registrieren und kostenlos genießen. Ja, ist eine coole Sache. Also klingt auf jeden Fall schön. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß auf der Messe weiterhin. Ja? Und ja, ich hoffe natürlich, umso mehr Leute auf euch aufmerksam werden, ja? Umso interessanter ist es für euch. So, jetzt habe ich noch eine Frage. Kann ich mir so ein Ivao, so ein Bändchen hier nehmen? Ja? Und damit laufe ich jetzt rüber zu Watzim, ja? Und sage, das ist... Ah, perfekt, guck mal hier. Und da frage ich jetzt gleich mal die Jungs drüben bei Watzim, was da los ist. Ne? So, komm mal kurz mit, Tommy, kannst du gleich geben? So, jetzt schauen wir mal, was die da zu ihrer Verteidigung sagen. Also bei Ivao kriege ich so ein Package, ne? Ja, wir haben dann stattdessen halt die Losenqualität da. Kriegst du jetzt hier von ihm auch zugestellt. Ja, so. Also wir machen Brücken, weil das ist ja das Ziel. Ich hatte es ja auch gerade eben mit ihm. Ne? Wäre ja schön, Entschuldigung, dass ich jetzt überfalle. Ja? Aber das wäre ja schön, wenn wir ein gemeinsames Netzwerk in der Theorie hätten. Ja, es ist auch so nicht schlechter deswegen. Aber ich meine, das war der erste Schritt. Das heißt, wenn es irgendwann ein gemeinsames Netzwerk gibt, wir fahren der Grund dafür. In diesem Sinne, vielen Dank euch und viel Spaß noch. Dankeschön. Ja?